What the fuck? Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Bam. Den Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? Hallo Drache. Chance. Das stimmt. Jetzt komm, beweg deinen Pops. Jarl Ulfric, was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Ja und? Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Okay. Das lag. What the fuck? Lololol. What? Brennt fast. Oh, ich hab Glück. Der hat aber nicht Glück gehabt. Uiuiuiui. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. What the fuck? Okay. Also ich habe jetzt momentan richtig krasse FPS-Einbrüche. Liegt wahrscheinlich an der Szene. Ich hoffe mal, dass es an der Szene liegt, sonst muss ich mich noch die Grafik nicht runternehmen. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, ich habe nicht den besten Rechner. Ich hoffe, dass es jetzt nicht das Let's Play beeinträchtigt. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atvar. Bleibt nah bei der Wand! Okay, ich bleib nah bei der Wand. What the fuck? What? Der hat mich angeguckt. Der Schlawiner. What the fuck? Oh mein Gott. Drache, was sonst? Rennt, ihr Idioten! Wie beim Reich des Vergessens führt ihr das Ding. Behaltet es im Auge. What the fuck? Aus dem Weg! Wir fliehen, Hans! Diesmal haltet ihr uns nicht auf! Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. Okay, ab in dieses Haus. Na los! Ich bräuchte nicht mal die Tür zu öffnen. Ich bin einfach durch die Wand gegangen. Cool. Ich gehe gern durch Wände. Ich bin so ein kleiner Geist. Ah ja, das werde ich euch auch noch zeigen. Es gibt einen schönen Bug. Da kann man durch Wände gehen. Den zeige ich euch auf jeden Fall. Aber ich glaube, den kennt schon jeder, weil den hat Minecraft-Stuff. Benutze fast in jeder Folge. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Jo. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindern. Kannst du mich jetzt endlich losschneiden und keine die Reden halten? Vorboten des Endes aller Tage. Vorbildende. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt ja, her. Ja, denke ich auch. Lass mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Also, wenn du ein Messer hast, kannst du auf jeden Fall lösen. Kommt Hallo? Schon. Ihr müsst eure Hände frei. Hier. Ihr könnt euch Grunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Das glaube ich auch. Weil er ist tot. Na schön, leg die. Okay, also ich werde mich jetzt erstmal nackt machen und dann werde ich wieder was anziehen. So, und die Stumm Waffe. An und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ich brauche auf jeden Fall. Ja. Zurück. Die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Verdammt! Okay, warte mal.
Reflexe. Die Ausdauerregeneration befindet sich 7 Sekunden lang mit zehnfacher Geschwindigkeit statt. Verlangsamt die Zeit für 20 Sekunden. Für 12. Naja. Ist schon geil, aber ich glaube, das brauche ich nicht kaum. Ich kann mir erstmal Feuer nehmen. Lässt sich von ordentlich dieser Seite anfackeln. Nicht öffnen. Ich weiß nämlich ganz genau, jetzt kommen gleich welche. Oder? Doch, da kommen sie auch schon. Kommt schon, Soldat. Die Kaiserlichen! Geht weiter! Entdeckung! Öffnet dieses Tor. So macht man das. Vielleicht hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Na, wollen wir mal gucken. Ich sehe einen Schlüssel. Und ich sehe Eisdolch. Oh mein Gott, jetzt habe ich sie schnackig gemacht. Auf und dann nichts wie raus. Hier, den brauche ich auf jeden Fall. Alles, was der hat. Hier, her damit. What? Hat der ein Tattoo gehabt? Nee, das, ich glaube, das war nur Blut von der komischen Seite. Egal. So. In der Tat. Nee, das brauche ich auf keinen Fall. Ich kann nämlich überhaupt nicht mit schweren Rüstungen rumrennen, weil ich leider Bogenschütze spielen werde. Und da wäre das ein bisschen unvorteilhaft, wenn man nicht rennen kann. So, also. Ich glaube, die Rüstung ist ein bisschen besser. Um 2 Punkte. Das lohnt sich. Dann hier halt noch. Sieht schön aus. Dann, ja, die Dinger hier, die sind gar nichts wert, die kann ich rausschmeißen. Das Ding auch, das wurde wahrscheinlich aus einem Sack genäht. Nicht das, was ihr denkt. Die sind, die waren, glaube ich, auch besser als gar nichts. Die hier sind auch eins besser als das, was ich gerade anhab. Das hier ist sehr gut. Ja, ich habe noch keinen. Und das ist nicht so gut, aber lässt sich wahrscheinlich gut verkaufen. Aber ich glaube... mal erst mal gucken. So, ja, dann schließen wir das mal auf. Das wär's. Oh, Kohlköpfe. Komm, oh, ja. Verschwinden oh. Wir von hier. Damit. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz. Nix wert. Nee, der Sack ist leer. Nee, nicht der hier. Der hier. Oh, Kartoffeln. Die kann ich gut gebrauchen. Ich bin eine gute Hausfrau. Also, weiter. So... Kessel. Ich hab ne Idee. Ey! Oh Mist! Hätte ich ihm voll auf den Kopf hauen können. Kacke. Verdammt. Der Drache ist aber hartnäckig. Oh mein Gott, ich brauche auf jeden Fall 2 Schwerter. Und jetzt geht's Gemetzel los. Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Ihr werdet hängen. Och man! Verlassen! Das war gar nichts. Ein Lagerraum. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke findet. Ich will dein Cappy haben. Silbernes Cappy. Nee, warte mal, habe ich nicht nur eins? Aber egal. Deine Waffen sind mir und deine komplette Ausrüstung ist auch mir. Hätte mir. Okay. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Heiltränke drin. Sehr logisch, dass man sie in einen Fass lagern. Und zwar unterschiedliche. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Einen großen Sack mit Kartoffeln. Ja, schön. Und hier? Der hier ist leer, der hier ist voll. Und da sind Äpfel drin. So ein schöner Apfel zwischendurch. Mh, lecker. Ja, Kürbe, die kann ich meinen Partner über den Kopf ziehen. Wenn er nicht mehr so hässlich aussieht. Sonst hier noch vielleicht was? Mehl. Oh ja.
Das ist nix, das ist nix, das ist nix, das ist nix, das ist auch nix. Vielleicht hier auf dem Tisch. Hier sowas. Ja, das ist auch mal schön. Oder Brot. Ja, ab und zu mal ein bisschen Brot. Ja, das ist schön. Hier sind noch zweimal Zutaten. Das ist sehr gut. Fleisch ist sehr wichtig. Und da hängen nochmal zwei Fleischsachen. Okay, ich glaube, das war's. Mehr kann ich hier nicht rausholen. Ach ja, auf R. So. Fertig. Dann jo. Gehen wir weiter. Okay. Ich weiß, jetzt ich kommt ihr ein bisschen Blut endlich. Eines Trolls. Es ist ein Erfolg, ein Kammer. Keinen Platz hier. War ja. Ulfric bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr. Kacke. Der hat manchmal einen Stahldolch dabei. Und die Stahldolche machen 6 Schaden. Das ist zwar nicht viel, aber wenn man den Skillbaum von Dings gemacht hat und den vom Schmied, kann man die Dinger vervierfachen oder so. Oh, den Schaden davon. Also. Okay, das sind Scheißklamotten, die der anhat. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Was ist das? Geschichte. Aha. Ja, wer will, kann jetzt stoppen und sich das durchlesen. Ich werde das natürlich nicht tun, weil das ist ein Let's Play und da will man auf jeden Fall Action sehen, beziehungsweise kleine Tipps und Tricks. Und nicht ein Buch vorgelesen haben, kann man das ja auch abends gucken und ja, keine Ahnung. Ich nehm's mal mit, weil das war, glaube ich, das hatte sogar Wert. Und ja, das nehme ich mir. Das war's eigentlich. Da kann ich mir eigentlich nichts mehr nehmen. Ich hoffe, dass hier noch irgendwo eine Leiche rumliegt. Ja, ist auch sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht auf den Preis geachtet, aber ist mir ja auch egal. Hier sind auf jeden Fall erstmal die Triche. Hatte der nicht ein Dolch dabei? Inventar. Ein Stahldolch. Ja. Okay. Und dann nehme ich einen Stahldolch und einen Eisendolch. Ja, ein Stahldolch, Eisendolch. So. Ich habe doch einen Stahldolch und einen Eisendolch genommen, oder? Hab mich wahrscheinlich verklickt. So, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Stahldolch und einen Eisendolch. So. Novize. Da ist aber nichts drin. Da ist was drin. Okay, drück bitte Tab und zurück. So, okay. Joa, ich würde mal sagen, das Schloss war sehr gut. Den mach ich nackig. Und nehme alles, was er... Der ist eh tot. Weil ich glaube nicht, dass der irgendwie das dagegen hat. Außer vielleicht sein Geist, aber der kann eh nichts machen. Nö, nichts drin. Hier nur Knochen und so weiter. Okay, hier gab es noch irgendwo etwas, wo man etwas holen konnte. Von irgendjemand. Ja, hier. Okay, auf jeden Fall. Ja, jetzt eben hatten wir wieder die FPS-Zahl richtig gut funktioniert. Jetzt macht sie mal wieder Mucken, weil wegen ist so. Man darf auf keinen Fall die FPS-Rate loben, weil sonst wird sie halt verhauen. So. What the fuck? Zwei Hände. Ja, hier gibt's nichts irgendwie, oder? Ich hätte jetzt gerne einen kaiserlichen Bogen. Das wäre schön. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ey, ihr Vollidioten. Ich werde sicher nicht abwarten, bis dieser Drache mich... Leben fliegt die uns nicht und Himmelsrand. Ja. Hä? Achso, der ist runtergesprungen.
war schon alles. Ey! Es wäre sein Küchen. Ich kann kotzen. Oh, du. Wir sind verloren. Gib deinen Bogen her. Ich will jetzt alle fertig machen mit dem Bogen. Aufstehen könnte. Es ist noch nicht vorbei. Ey, geh nicht in meine Schussbahn, du Vollidiot, Mann! Mann, ist die doof. Das gefällt mir. Das nehme ich mir. Hat viel Wert, aber ich bin auch schon fast... Nee, ich bin noch gar nicht voll. Her damit. Solange ich das verkaufen kann, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, nee, nicht so gut wie meins. Für den Fall, dass Ulfric... Golden! Her damit, her damit, her damit, her damit. Alles her damit. Den hier. Her damit. Her damit, her damit, her damit, her damit, her damit. Ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Hier habe ich ordentlich Headshots verteilt. Mal sehen, wo das hier hinführt. Mal gucken. What the fuck? Irgendwann kommen wir nicht mehr zurück. Ja, das könnte sein. Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Gibt's hier irgendwas? Vielleicht, wenn ich da hochkomme, aber ich glaube, dann komme ich wieder in den alten Raum zurück. Also bringt mir das eh nichts. Ja, ach nee. Ich glaube, ich muss nochmal meine Grafikkarte ein bisschen auf Leistung trimmen und nicht auf Schönheit. Hier geht's nicht weiter. Der Weg führt nirgendwo hin. Sollten es wohl besser hier entlang. Oh fuck. Du Vollidiot! Ich hasse diese verdammten Biester. Ach nee, ich auch, aber ich mach sie wenigstens platt. Im Gegensatz zu dir und vor allem nicht schleiche. Und lass mich hier nicht einfach abmurksen. Alter. Manchmal haben die sogar Diamanten gefressen. Das finde ich manchmal cool. Außerdem, die Spinneneier sind für manche Rezepte überhaupt total ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen sollte man sie immer mitnehmen. Du wartest. Was? An diesen Ort fahren? Warum das? An diesen Ort kann man nicht warten. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Wollte ich auch gar nicht. Hab mich wahrscheinlich irgendwie verklickt. Oh, da ist noch eine. So. Wo muss ich hin? Leck, 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 leck. Okay. Hier entlang. Okay. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Schleichen ist überbewertet, wie?
Alter, du Vollidiot! Ey, ich hätte ihn auch voll gut erwischen können, ohne dass ich zwei Pfeile benutzen muss. Dieser dumme Wichser. Ey, dafür könnte ich ihn eine flanken, ey. Mit Handschuh. Ey, was ist das? Ich will nur das Geld. So. Oh, mit Dorn.